1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Herz, Seele, Ball, Freunde. Nee, nix Übertragungsende. Die erste Liga läuft gerade noch hier bei Sky. Es ist 21 Uhr fast und die Kollegen arbeiten alle noch. Ein großes Stimmengewirr hier immer. Da sitzen die ganzen Konferenzreporter. Ich muss noch meine Zusammenfassung machen von dem Spiel. Was habe ich denn kommentiert? Sandhausen gegen Heidenheim. 3-4 war ein spannendes Spiel. Es läuft die Sendung, alle Spiele, alle Tore. Und ich kann mich dann erst melden, ein bisschen später, wenn ich hier im Studio fertig bin. So der kleine Blick zu den Sky-Mitarbeitern. Herz, Seele, Ball, Freunde. Das ist so irgendwie eine Doppelausgabe heute. Für Donnerstag irgendwie haben wir es am Mittwoch ein bisschen verschludert, glaube ich, um es mal so auszudrücken. Aber es war ausdrücklich meine Schuld. So, ich bin zurück aus dem Sky-Studio. Habe euch ja gerade so einen kleinen Einblick gegeben. Hab dann hier in meinem 2-Sterne-Plus-Hotel, jetzt ist es mal wieder ein bisschen einfacher, Schalke geguckt und es war so lustig. Der Wirt oder der Mann, der hinter der Theke war, rief 2-3 Mal in den Raum hinein. Du glaubst es nicht, Schalke führt 1-0, das kann doch nicht sein. Ja, in München glaubt man halt nicht an Schalke. Das war Schalke at its best. Das heißt, die haben gekämpft, gearbeitet, mal hoch und verdient, soweit ich das gesehen habe, mit 1-0 gewonnen. Also es geht noch. Es wird natürlich wahnsinnig spannend. Vielleicht geht es wirklich am Ende nur um den Relegationsplatz. Aber das ist im Bereich des Möglichen für Schalke 04. Und Simon Terodde hat bewiesen, dass er auch in der ersten Liga Tore schießen kann. Ich finde das immer toll. Martin Schmidt, der Sportdirektor bei Mainz 05, immer unmittelbar nach Spielschluss an den Mikrofonen unserer Kollegen oder auch bei mir. Also und immer fair und immer auf den Punkt. Ich mag den Mann sehr, sehr gerne. So, Schalke hat also wieder Hoffnung, Bochum hat Hoffnung. Also das wird ein spannender Abstiegskampf. Und die Meisterschaft? Nein. Union Berlin 2-2, also gegen Augsburg, da muss eigentlich mehr kommen. Und ich will damit zum Ausdruck bringen, dass Union am Ende der Saison vielleicht Fünfter oder Sechster wird, was immer noch eine grandiose Leistung ist. Mit Leipzig rechne ich jetzt wieder, nachdem sie 2-1 gegen Freiburg gewonnen haben. Frankfurt kommt auch nochmal, 4-2 gegen Hoffenheim. Also die Bayern werden Meister. Tut mir ja leid für alle Bayern-Gegner. Ich bin ja da eher neutral, aber das ist nicht mehr zu verhindern. Doch, am Samstag spielen sie gegen Schalke. Wenn das Schalke gewinnt, also das wäre, ja, da sollte man dann mal 100 Euro draufsetzen. Nein, im Leben nicht. Das halte ich für fast unmöglich. Aber im Fußball, ihr wisst schon. Ja, ich war heute Abend für Sky sozusagen in Sandhausen. Ein Regenspiel, 3400 Zuschauer am Hartwald. Eine Atmosphäre fast ein bisschen spooky zu nennen und dann ein völlig verrücktes Spiel. 4-3 für Heidenheim. Nachdem die 3-0, 4-1 geführt hatten, konnte man der Meinung sein, hier ist alles beendet. Und dann wurde es doch noch so etwas wie ein Zittersieg für die Heidenheimer. Von denen ich allerdings glaube, dass sie irgendwann tatsächlich auch mal in die erste Liga aufsteigen. Verdient hätten sie es ja, weil die so beharrlich und mit einem Trainer seit 25 Jahren arbeiten. Das spricht alles für Heidenheim. Und der HSV hat mal wieder verloren in Fürth. Und trotzdem, ich sage das ja hier auch seit Wochen, glaube ich daran, dass der HSV es in dieser Saison schafft. So, jetzt haben wir noch genau einen Spieltag. Und dann kommt diese komische WM, über die so viel geredet und gesprochen wird in diesen Tagen. Ja, schwieriges Thema. Und egal, was man sagt jetzt eigentlich zu viel dazu. Deshalb sage ich nichts mehr und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Und wir sehen uns dann wieder am Abend, wenn ich wieder produziere. Herz, Seele, Ball. Ja? Verzeiht mir die Verzögerung diesmal. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.